Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir immer gleich. Ja, Leute, ist ja mal wieder was Sensationelles jetzt hier passiert. Müsst ihr mal gucken hier. Es gab jetzt hier so ein Award für das Ultimate Game of the Year. Und wer hätte das denn gedacht? Fortnite hat den Golden Joystick Award 2018 gewonnen. Dagegen waren gestellt Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops 4, Celeste, Dead Cells, Dragon Quest 11, Fortnite Battle Royale, klar, Forza Horizon 5, 4, God of War, Into the Breach, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2 und Subnautica. Ja, den dritten Platz hat wohl Call of Duty Black Ops 4 gemacht. Und Red Dead Redemption 2 hat den zweiten Platz gemacht. Und einige haben tatsächlich mit God of War gerechnet, aber ich meine, God of War ist mega geil, aber Fortnite hat's geschafft. Ja, congrats Fortnite, congrats Epic Games. Geil. So, das wollte ich nur ganz kurz mal hier präsentieren und jetzt schauen wir mal rein in die in den Item-Shop von heute. Was haben wir denn da so aktuell am Start? Nach wie vor der Shogun. So, und jetzt gucken wir doch einfach mal beim Shogun, wie der so, was der so. Ja, gut. Guck mal, was der Shogun für Noten bekommen hat. Also ich meine, ich habe meine Noten bereits gestern abgegeben, aber inzwischen sind ja auch andere da. 4,11 von 5 bei 9 Votes. Ja. So, 146 Reminders. Oh mein Gott, der scheint doch echt sehr gut angekommen zu sein. Dann haben wir hier den Kabuto. Auch hier gucken wir jetzt mal rein, wie der. Oh, der Gleiter ist ja mal mega gut bewertet worden. 4,33 von 5, aber nur bei 3 Votes. Und auch nur 13 Reminders. Also man sieht jetzt hier schon den Unterschied. Zwar gute Noten, aber anhand der Reminders kann man erkennen, dass das jetzt nicht so krass jetzt ist wie der Skin. So, dann haben wir hier den Jawblade. Da haben wir 4 von 5 bei 3 Votes. Gut. So, und dann sind wir auch schon bei den Daily Items. Und da gucken wir mal rein, haben wir den Shadow Puppet. Ich finde, der sieht echt strange aus. Und alleine wegen diesem Bärchen da oben drauf, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, der Liebesranger tanzt da mit dem Bärchi da rum, ja. Wenn die da was anderes mal draufgepackt hätten auf den Gleiter oben, dann hätte der auch ein paar Punkte mehr von mir bekommen. So kriegt der tatsächlich nur 7 von 10. Aber ich finde das 6 von 10. Ich finde das Ding wirklich. So, gucken wir mal, was hat er denn hier? 3,3 von 5 bei 6 Votes. Am 14. September 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 7 Reminders nur gesetzt. Ich habe das Ding ehrlich gesagt auch noch nie fliegen sehen. Also, so, hier haben wir jetzt eins, das hat der Herr sofort sich auch gekauft. Und dem Hand Signals, ich finde den mega witzig. Dem Hand Signals gebe ich auch 8 von 10. Gucken wir mal. Wie sieht das Ding aus? 4,61 von 5 bei 23 Votes. Am 18. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem viermal 69 Reminders dafür gesetzt. Okay. So, dann haben wir hier den Dominator. Und ja, ich weiß, dass ich wieder schon durchgehen, Dings da, wo mich das sieht, aber ja nicht so schlecht aus, deswegen kriegt er von mir 4. Wahrscheinlich hat er jetzt hier wieder Hammernoten. 4 von 10 von meiner Seite. 3,8 von 5 bei 5 Votes. 26. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 21 Reminders. 15 Mal schon da gewesen. Naja, ist jetzt. Keine
außergewöhnliche Benotung. Dann haben wir hier dieses Studded Axe. Ja, warum muss es denn schon wieder lila sein? Ah. Ja. 4 von 10 kriegt die Studded Axe von mir. 3,4 von 5 bei 10 Votes. So. Hört die sich an. Naja. So, und dann haben wir einen neuen. Jetzt mache ich mal die Musik ein bisschen lauter. Weil ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ich kenne den noch nicht. Der Tai Chi. Ah, wie geil. Wie geil ist denn das? Mega. Mega, mega, mega. Echt cool. Er kriegt von mir 9 von 10. Das hat aber auch einen speziellen Hintergrund, warum ich dem 9 von 10 gebe, dem Tai Chi. Hab früher auch Kung Fu gemacht. Und da war natürlich auch Tai Chi mit dabei. Und mein damaliger Meister, der war auch in China gewesen. Der war sogar bei den Mönchen. Und ja. Er hat mir dann auch erzählt, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man da irgendwo in die Parks geht in China und dann hast du da ganz viele, auch ältere Leute, die da schon bei uns hier wahrscheinlich halb tot wären. Die machen da ihre Tai Chi Übungen und dann hat er gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie krass das ist, wenn du plötzlich von einer 80-Jährigen angefackelt wirst. Die noch nicht mal so aussieht wie eine 80-Jährige, ja, sondern eher vielleicht Richtung 50 geschätzt werden würde. Er meint, das ist richtig, richtig krass da drüben in China. Also, mega. Ja. Tai Chi, wie gesagt, von mir. Eigentlich muss ich dem sogar 9 von 10 geben. Ich finde es echt nice. Also, ist schon cool gemacht hier. So, hat bis jetzt noch kein Rating bekommen. Ja, also Tai Chi. Oh, das ist geil irgendwie. Mega geil. Gefällt mir sehr gut. So, Scorpion. Ja, und da sind wir wieder bei Paradise. Ein Paradise Skin, die weibliche Version davon. Und der Scorpion. Bekommt bei mir 5 von 10. Und der Scorpion ist mega beliebt, ich weiß es. Und er kriegt hier von euch 4,71 von 5 bei 34 Votes. 98 Reminders. Am 28. August 2018 das erste Mal drin gewesen. So, seitdem 6 Mal. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, und ja, dann würde ich mich natürlich riesig über ein Like freuen, einen Daumen nach oben. Ja. Schreibt was in die Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und läutet die Glocke. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Mit mir, dem Herrn Gleich. Also Fortnite News. Action gibt es bei mir nicht so. Bin ich nicht so. Das ist so mehr so. Eher so Fortstyle da. Also, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.